Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, lang ist her, aber wir sind wieder dabei. 14 Tage her. Ja. So, zum nächsten Einsatz, du fährst. Ja, richtig, genau. Auf in den Einsatz. Duck. Tibra hat da hinten gerade was in die Luft gesprengt. Ist ja nicht wahr. Das hat sich gerade nicht gesehen und schon selbst. Wir haben jetzt leider zu lange gebraucht. Jetzt da greift der Gag nicht mehr so, weil bis vor kurzem sind da noch die Rauchschwaden aufgestiegen da hinten. Ja. Bleibst du da oben, dann wirst du nicht mitfahren. Ich sitze im Boot. Ah, du laufst bei mir am Dach des Bootes mit. Und jetzt fallst du runter. Jetzt bist du weg. Das ist cool. Du sitzt alleine im Boot. Nein, ich sitze mit dir im Boot. Okay, ja, du schwimmst jetzt hinten nach. Okay, cool. Ich schau mir dann die Aufnahme ja, an. Ja, schaut mehr da aus. Okay. Aber du bist sehr sportlich. Also du holst immer wieder sofort auf. Gott, da sieht man das Training in der Jugend, gell? lang ist her. Ach, ja. Gott sei Dank gibt's keine Bugs. So, wo müssen wir hin? Wir fahren. Achso, ich glaube, ich habe noch gar nichts markiert. Darunter. Okay, da ist noch ein Nebeneinsatz, ein kleiner. Ein Story-Einsatz habe ich da auf der Mappe. Nebeneinsatz, wie heißt der? Fahrzeugabwurf. Hätte ich jetzt markiert. Ja, da haben wir noch ein Stück Geld zum Fahren. Ich bin kurz vor dem Start. Logistisch gesehen echt gut. Von hier können sie Vorräte und Kokain schneller transportieren. Was meinst du, wie viel PS diese Schnellboote haben? 1000? Sind nur noch ganz wenige Missionen und dann kommen die zwei großen Standorte hier. Das Boot, nehmen wir das Boot. Ja, das können wir. Quietsch, umdrehen. Ja, ich bin ja schon dabei. So schnell geht das nicht mit dem Kran. Da bin ich mit Schwimmen schneller. Außerdem ist es eh besser, wir steigen um. Der Konto trinkt schon Wein sogar. Oder was ist mit mir los? Der trinkt schon Wasser ein. Okay. So, jetzt versuche ich verzweifelt die. Ah, ich habe die Taste gefunden. Okay, ich bleibe unterholz, irgendwo ist ein Helikopter. Gut, der ist schon wieder vorbei. Glaube ich. Mit Boot fahren. Jetzt zeigt es mir nicht mehr an, dass ich das Boot auswählen kann. Okay, jetzt müssen wir nicht mehr raus. Jetzt kommen wir nicht mehr raus da. Nicht reinfallen. Okay. Ich stehe am Boot, wenn es wahr ist. So, jetzt bin ich drinnen. Ja, du schwimmst schon wieder mit. Jetzt schwimme ich auch wirklich. Du hast dich nicht hingesetzt. Was denn? Du kannst nicht einfach einsteigen. nicht unter die Räder mit mir. Das hat ja keine Räder, nur Angst. Ich kann nicht. Zeigt seine Taste an. Nein. Normal ist das, mit dem du in Autos und so einsteckst. Nein. Okay, dann muss er noch mal zum Steg, dann musst du jetzt. Ich würde sagen. Hinschwimmen. Ja. Und. Aber ich bin relativ schnell mit Schwimmen. Ja, aber du glaubst nicht, dass du jetzt wirklich so schnell bist wie das Boot, oder? Nee. So, jetzt können wir das Boot stehen lassen und jetzt lässt er sich keinen Millimeter mehr bewegen. Oh, sorry. Ah, jetzt geht's. So. Geht's? Ich kann nur als Fahrer einsteigen. Ja, dann steig als Fahrer ein. Achso, jetzt bin ich im anderen Boot. Das ist zu knapp. Warte mal. So, jetzt lasst sie drehen. Geh auf den Steg. Ich glaube. Ach, ist das verkackt. Entschuldigung. So. Jetzt müsst das Ding der Tastenauswahl kriegen. Was tust du? Nee, ich krieg nichts. Du sitzt bereits im Boot, ich krieg nichts. Gut, ich steig nochmal aus.
Vielleicht ist da nur ein Personenboot, das ist ja relativ klein. Ja, eben. So. Ich bin drin. Ja, es ist ja ein Personenboot. Okay. Gut, ich sag jetzt nichts dazu. Nimmst du das andere? Mhm. Okay, ich mit Boot fahren. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das da noch wegbringe, weil das habe ich am Land geparkt. Eigentlich waren wir schon sehr gut unterwegs, aber die Tibra braucht ja die Motorjacht. Kriegst du sie weg? Nein. Okay. Gut, ich halte Ausschau nach. Ich werde in Shakespeare-Manier das nächste Boot schnappen. Genau. Ich schau mal, ob da wo eins ist. Es ist ja nicht einmal wo eins. Keep. Ich habe nur noch 1,5 Kilometer. Also. Du könntest in das Feld einlaufen. So. Ich schaue mal da kurz die Gegend an. Ja, das ist wieder eine Folge mit schöner Landschaftsaufnahme. Ja. Ich hab's am Strand gelandet. Ich werde es kurz verlassen, das Boot. Schick's bitte retour. Okay, da hüpfe ich doch mal rauf. Oh, so weit hast du ja nicht mehr. Nein, nein. Sag ja. Es ist wieder so, als würde man sich in die Station rein. Also okay. In das Gebäude eindringen müssen. Wenn man so den Eingang aufsprengt. Mal da. Das heißt, das Waffe brauchen wir gar nicht auf leise sitzen. Okay. Ja, ja, die Blute. Das ist das, wo wir wieder so ein Notebook oder was das ist, hacken müssen. Also einer schießt, der andere schaut, dass er das Teil hackt. Ja. Was magst du? Ich stehe. Achso. Schießen. Gut, dann kümmerst du dich um die Gegner. So, 200 Meter noch. Und da kommt er. Alter, mit dir fahre ich nur mein Boot. So, da so. Aufsprengen. Okay, ja. Warte mal, geht's da geht es irgendwo nach oben, oder? Das sind doch immer die Stationen, wo... Und ob das da auch so ist, weiß man nicht. Wir könnten da von zwei Seiten eindringen. Vielleicht auch noch blöd. Na, Stiege geht nirgends rauf. Also da, das sprengen wir da. Okay, Ich gehe mal vorweg. Splittergranate. Genau. Granate, hola, Butas! Müssen wir hingeschmissen. Ja, passt. Rein, rein, rein. Bilder, Wo ist denn das?
Wo ist das Ding noch im Abdruck? Da ist es. Irgendwer hätte sich da um die Gegner kümmern sollen. Oh, ich habe mich um die hier unten gekümmert. Ja, ich lieg. Ja. Ich auch. Sprachlos? Mhm. Ich hab nicht gesehen, dass du raufgerannt bist. Okay. Wo sind wir so, eigentlich? So, jetzt sind wir, ja. Also. Nein, ist gar nicht einmal so weit weg. Echt wo? Der ist da direkt unterhalb von uns. Ah, okay. Ah ja. Gut, dann schießt du und ich hacke das Notebook. Granate fliegt, nehmt das. Ich sehe ja die Gegner nicht. Echt? Ja. Keine Ahnung, wie auf mich geschossen hat, ich kann es nicht sagen. Ach, du liegst da wieder. Das sollte. Jetzt bewegt er mich. Was ist das? Boah. Gut. Ah, da bist du. Na ja, zumindest hat's gezählt. Okay. Haben wir noch irgendwo was zum Mitnehmen? Ja, Fertigkeitspunkt ist da vorne. Okay. Das ist die totale Umstellung zu PD. Kommen wir mit der Steuerung überhaupt nicht klar runter. So, wo sind die Fertigkeitspunkte? Ja, ich weiß nicht, warum es mir nicht anzeigt. Ich hab's gerade ausgewählt. Okay. Da. So, jetzt. Ah ja. Ah ja. Da bin ich entlang gekommen, ja. So, da ist auch wieder irgendwie. Schauen wir mal. So. Ah, das kommt mir bekannt vor. Kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich das Solo gemacht habe. Da hat man glaube ich, eine relativ gute Übersicht. Okay, na, ich habe mir keine. Ich sitze da zwar schön oben. So, jetzt brauchen wir mal ein Scharfschützengewehr. Nehmen wir. Da ist es. Sieh eine kleine Gruppe Tank aus. Da ist einer, da ist einer. Okay, ich hab. Was soll ich markieren? Da drinnen dürften auch noch zwei sein. Ich sehe den sehr gut. Ja, passt. Dann leg gleich mal an und zähle runter. Geht? Ja. 3, 2, 1. Tango ist tot.
Wo seid ihr? Mistzecke. Der ist da bei mir. Ich sehe leider keinen. Der Tod ist selber erledigt. Okay, einer muss noch da sein. Und? Gewesen. Gut. So, da ist einmal Munition zum Aufnehmen. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Einmal ja. Kartellorden. Drinnen dürfte dann was sein. Nachschub. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. So, das ist eine Plastikplane praktisch. So, und ein Hubschrauber, ganz wichtig. Wo ist der Nachschub? Ja. Wo ist mein Nachschub, bin ich jetzt blind? Im Gebäude, das Fass. Das Fass blinkt nicht mehr. Ja. Na, na, die müssen wir nochmal in Rebellen. Vielleicht haben sie das geändert. Kann sein. Kann ja sein. Ja, so steigt man auf, so landet man. Passt. Ja. Dann markieren wir mal das nächste. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man da oben ein Fragezeichen haben. Fragt mich nicht warum. Das war, glaube ich, schon einmal weg. Welches? Jetzt ist da wieder eines. Na, direkt am Beginn, wo die Brücke rüberkommt. Ich weiß nicht. In den Ort, gesagt, wir haben da alles gemacht. Links. Also Nordwesten, an der Nordwestecke von dem Gebiet. Wo sie gerade dieses grüne Symbol ja, da. Ja, ja, ja. Also dass da jetzt auf einmal wieder Fragezeichen ist, das wundert mich aber. Ja. Ja, das werden wir jetzt das nächste anfliegen. Mhm. Und mal schauen, was sich dort verbirgt. Ja, Tibor und ich haben so ein Video angeschaut von GameStar. Auswertung der größten Open World Maps. Tom Clancy, bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, aber ich glaube Platz 7 war das. Der größten. Das ist ja ziemlich bei der größten. Ja. Da gleich aufs Feld, oder? Ja, schon dabei. Von hier mag ich mich nicht abspringen. Ein bisschen nach vorne sein. Das ist ein London. Okay. Achso, das ist einfach, glaube ich, nur der Übergang da oder so. Keine Ahnung. Ja, okay, der Vollständigkeit halber werden wir auch den aufdecken. Ich platziere mich da mal. Scharfschützengewehr. Da hampelt schon einer herum. Das ist der zweite. 1, 2, 3. So, der ist schon mal weg. Okay. Und erledigt. Sehr nett. Müssen wir da jetzt runter auch noch laufen? Ja, dass das Fragezeichen weg. Okay. So, wir haben es aufgedeckt. Du hast aber schon drüben. So, nächster Hubschrauber, passt perfekt.
Hubschrauber einsteigen. Bitte einsteigen. Diese missratene Folge ist, glaube ich, auch um. So, gleich. Wir schauen nur, wo es als nächstes hingeht. Und zwar haben wir noch ein Fragezeichen da. Das markieren wir mal. Dann werden wir in der nächsten Folge schauen, was sich dort verbirgt. Bis dahin, Happy Gaming, ciao ciao und viel Spaß bei Don Clancy, Ghost Recon Wildlands. Ciao. Tschüss.